Den Kai. Was spielen wir denn dann? Liga oder Pokal? So wie ich Leon kenne, will der Liga spielen. Gut, machen wir wieder. Und ich habe aufgegeben, Achso, ich damit muss Leon erstmal zu rein. diskutieren, denn ich gebe eigentlich immer nach. Ist ja, wir können später auch was anderes zocken. Ich hab Urlaub hier. Ah, wobei Christian Schule, Ja, so ne? zwischen bis ich Ich zocke hab aber nur die trotzdem, ersten denke drei ich, bis frei. 0 oder so. Unsere Bilanz ist wohl super, ne? Unentschieden, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Niederlage. Ernsthaft? Wir hatten in den letzten 6 Spielen keinen einzigen Sieg. Wie viele Wow. Spiele haben wir noch? Und wir sind wieder in Liga 5. Was war unsere Ach so, höchste? ja, cool. War das Liga 4? Ja, Ja. das ist über Liga 4. Ah gut, dann sind wir ja nur einmal wieder abgestiegen. Weißt du, wir haben einfach ein halbes Jahr gebraucht, um zu Liga 4 zu kommen und dann steigen wir wieder ab. Irgendwann sind wir auch noch bei E-Sports mit bei. Ja, klar. Wir können dann erstmal bei FIFA 19 wieder anfangen, hoch und hochzuarbeiten. Quatsch. Aber da soll ja Karrieremodus und Pro Club wieder total vernachlässigt worden sein. Nee, Karrieremodus nicht. Habe Weil ich zumindest Karrieremodus, gelesen. was haben die vor Ganz 4 ehrlich, Jahren Chris, gemacht? Karrieremodus, was wollen die da noch neu machen? So, weißt du, der ist perfekt. Ich habe Hier. den Karrieremodus gespielt. Der ist perfekt. Also von 2016, der war scheiße, aber der hier ist perfekt. Du zockst ja Hier auch so zum geil. ersten Mal jetzt Karrieremodus. Du hast ja all die Jahre nie Karrieremodus gespielt. Oder jedenfalls nicht ziemlich. Oh no. Ich kann mich noch an deine Worte erinnern. Das ist doch voll langweilig, immer gegen KI zu spielen. Ach so, ja, was mit Schalke los ist, weiß ich nicht, das sind Hurenböcke. Die machen jetzt noch, ey, im Karrieremodus gibt es auch immer diese Pressekonferenzen, ne? Da wo du deine halben Spieler loben kannst oder so, ne? Oh nein, sag Ach nicht, das ja. wird noch realistischer. Ja, du kommst jetzt so bei der Geil. Journey, kannst du dann so Antwortmöglichkeiten bei einer richtigen Pressekonferenz machen. Ist das dann wie bei NBA oder was? Kein Plan, auf jeden Fall sitzt du dann halt da und kannst dann halt aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten eine Du Antwort geben. Scheiße. Dann wird das wie bei Oder NBA sein. dadurch, dass er jetzt Champions League ist, gibt es auch in der Karriere jetzt so richtige Champions League-Auslosungen, da wo aus Töpfen gezogen wird und so. Sieht man das da alles oder was? Ja. Alter, dann dauert Karriere, bevor du ein Spiel anfängst, ja 5 Jahre. Nun, für alle Mannschaften müssen gezogen werden, bevor du wieder zurück kannst. Und dann bist du auch noch in der letzten Gruppe. Nee. Du wirst Ja, da als Leon aller. immer Schalke spielt, wird dir eh Alle. kein Champions League gezogen werden. Du Hurensohn. Ja, ich habe schon die Kommentare unter Schalke gesehen. Eigentlich können die ihren CL-Platz verkaufen an eine Mannschaft, die. Mir so, boah, du sprichst mir eigentlich aus der Seele, aber ich bin Schalke-Fan, ich kann das nicht bringen. So, sind wir Also ready? Ja, Freistöße go. sind mittlerweile on Go. fleek bei Go, mir. go, go. Ach so, ich muss starten, ne? Ja. Ja. Ich freue mich echt schon auf die Journey. Auch, dass die da die Geschichte von dem seiner Schwester und so weitermachen. Geil, Chris, dann kannst du endlich wieder ein Inzest. Was? Nein! Bluff. Nein! Nur ich find's halt nice, dass du da halt so ein bisschen so drei Hauptstories hast, weißt du? Hey, warum drei? Ja, du beim nächsten The Journey hast halt einmal die Story von seiner Schwester, die die Frauen-WM gewinnen will. Dann hast du halt die Story von Ja. Alex, der die Champions League gewinnen will mit Real. Und dann hast du die Story von dem Williams da, von dem sein Freund, der Auch noch? ja, Ja, aber mit die dem juckt willst mich eigentlich du. gar Ich nicht, weiß Alter. auch gar Von nicht, mir was aus du mit kann der dem gewinnen willst. verkacken, Ich glaube, so den scheiß auf FA Cup oder sein. so willst du mit dem gewinnen. Scheiß auf seine Karriere. Juckt mich nicht. Hauptsache ich bin Hast du wert die auch geblieben. bei The Journey nicht Der gespielt? Schiedsrichter Also pfeift hier die bei Partie FIFA doch, doch, 18. ich hab die gespielt, aber ich hab die verkackt. Echt jetzt? Ja. Ich hab halt bei, ich hab jetzt Tales of Xbox das gespielt. Und da habe ich dann auch angefangen, seine Karriere so zu retten, aber
Jetzt habe ich das bei hier auf PlayZ auch nochmal angefangen, aber da habe ich das einfach übersprungen. Hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ist dann seine Karriere vorbei? Keine Ahnung. Weißt du, ob du jetzt dann bei FIFA 19 doch nicht eben seinen Part spielen kannst? Das ist schon geil, Alter. Ja, das war ja klug, Leon. Herzlichen Glückwunsch. Kommt da eigentlich bei FIFA 19 jetzt noch irgendwas an Ligen dazu oder so? Die Chinesen. Ja, die kommen. Ja, und hier 200 spanische Stadions oder so, ne? Ja, die haben ja jetzt die La Liga auch lizenziert. Lizenziert, Bruder! Die La Liga haben sie lizenziert. Du hast den Ball nicht. Du hast den Ball nicht. Ich wollte lizenziert sagen. Ja, die haben da jetzt halt nochmal. Die haben da jetzt nochmal alle Gesichter so gefühlt neu Ey, gescannt Junge! und. Weißt du, womit die richtig Werbung gemacht haben? Mit dem Signal Iduna Park, mein Freund. Da haben die Naja, richtig gepusht. dadurch, dass die jetzt ja Dortmund als Dings haben, weißt du, die einzigen Gesichter, die jetzt neu gescannt haben, von denen ist Reus und Götze. Und halt das Stadion Mehr gibt's nicht. wieder. Nee. Also die haben auf jeden Fall nur mit Reus und Götze bisher Werbung gemacht. Dass die Gesichter nochmal neu gescannt haben. Obwohl ich Reus' Gesicht mittlerweile ganz gut fand. Seit FIFA 17. Aber das von Götze ging halt gar nicht. Schieß, Leon! Ich hab geschossen. Schreit er mich direkt an. Ja, ob Kai jetzt überhaupt zuguckt? Keine Ahnung. So an deutschen Ligen kommt aber jetzt nichts mehr dazu, ne? Nein. Was wollen die denn an deutscher Liga noch bringen, Alter? Regionalliga? Vierte und dann Regionalliga. Ich will mit Alemannia Aachen spielen. Jo. Was ein Pass, Alter. Zucker! Da kannst du hier mit Haider dann spielen, wa? Nein, das habe ich anders geplant. Fuck. Das habe ich mir fast gedacht, das ja, aber. Mit was kann ich dann spielen? What the fuck tut der Torwart? Das ist ein Haider, der mal bei uns auf der Schule war. Ach so! Ach, mit Haider! Lol, stell dir vor, er wird für FIFA gescannt. Ja, oder wenn man Victoria hier. Der Typ aus deinem alten Verein, der und dieser Klefisch. Ach so, ja. Mark Klefisch, irgendwas Mark Klefisch. Ja, der spielt doch auch bei Viktoria Köln, oder nicht? Hat bei Köln gespielt, spielt jetzt Aachen. Echt jetzt? Das ist aber wieder ein Abstieg. Ja. Nein, Junge. Absolut verdient. Ja, muss man nur. Gerade wenn Christian von Abstieg redet, ey. Verdammt. Lars, deine zwei Instagram. Dinger, die du geschickt hast, sind privat, die sehe ich nicht. Ihr seid alle dumm, Alter. Hört auf, Sachen reinzuschicken von privaten. Hallo, Leon! Leon! Ja, nur du und Kai können die wahrscheinlich sehen, weil ihr beiden den krüppligen Seiten folgt, Alter. Richtige Hunde, dafür macht man keine Instagram-Gruppe. Ja doch. Weißt ja, du, vor allem, den Seiten mal. Nein, aber vor allem, wenn du halt was von so einer Seite reinschickst, dann kriegst du sogar extra nochmal die Warnung, dass das eine private Seite sind, dass das wahrscheinlich keiner deiner Kumpels sieht. Echt? Ja, aber ich glaube, das ist eher so generell. Nein, das ist wirklich nur bei Seiten, die privat sind. Lars hat das ausgestellt. Lars hat einfach ausgestellt, diese Benachrichtigung. Was? Was war denn da gerade mit dem los? Keine Ahnung. Der läuft raus, um den Ball wegzufausten und wirft sich dann aufs Maul? Weißt du, Kai fiebert jetzt so total mit dem Livestream und regt sich jetzt so auf, dass er nicht mitspielen kann. Als würde er jetzt so auf der Tribüne sitzen. Vielleicht kommt er auf Meterschießen. Kai kann doch nicht zocken, indem sein Playsee ist noch in Reparatur. Pass zum Bot! Oder pass zu mir! Ja, pass zu Keim, ist auch okay. Ja, und war doch zu dir, ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist. Guck vor. So, Spannung drin. Guck, Chris, angesagt, Junge, mit ja, Ansage! Los, komm her, komm her! Ja, okay. Liegestütze. Boah, war das ein nicer Schuss, ey. Erstmal selbst auf die Schulter klopfen. Mit seiner brillanten Technik. Und er macht's genau so, wie man es von ihm erwartet. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist. Ich hab jetzt bei The Journey Ali mir als Partner geholt. Wer? Deli Ali, genau. Klasse gemacht! Ali! Von Türkei aus, die war. Ja, ich dachte mir gerade auch, Ali. Warst du kurz noch Düren, hast gefragt, ob einer mit dir spielt oder? Ja. Oh, Kai hat irgendwie kommentiert. Ich muss kurz nachgucken, was. Hast du das jetzt nicht an der Seite da stehen? Nee, das habe ich ausgemacht, sonst ist der Bildschirm kleiner.
Bestimmt nice, Christian. Schönes Tor. So, jetzt gucke ich nicht mehr zu. Wieso hat er denn geschrieben, so, jetzt gucke ich nicht mehr zu? Weg ist der Ball. Ach so, und danach hat meine... Haben, ach, meine Cousine hat auch geschrieben, die guckt zu. Was? Echt? Ja. Fick mein Leben. Christian wird richtig... Ey, flack mal hier, du Hurenbock. Bot. Ach, fuck, abseits. Yo, was geht? Guck mal, Alter, ich sehe wieder aus wie so ein Mexikaner-Verbrecher. Du bist ein Mexikaner-Verbrecher. Schade. Ja, auf jeden Fall, Schalke hat mich stark ent... Alter, Junge. Kann doch nicht sein, Alter. Was ist da los? Ich glaube, meine Mutter kommt gleich hoch und schreit mich an. Alter, waren so geil. Ja, hi an alle meine treuen Abonnenten, die gerade am Zugucken sind. Oh Christian, ja, das wird Leute. Wieder so ein peinlicher Ich finde geil, deine Cousine, kriegt eine Benachrichtigung, wenn Hekri wieder live ist, Alter. Ja, echt? Natürlich. Wahrscheinlich. Chris, wenn wir gleich den Livestream ausmachen, sagen wir bitte nicht vergessen, auf die Glocke zu klicken, damit sie auch alles erfahren, was wir machen. Du musst wieder Bewertungen machen. Ja, wen findet ihr cooler von uns dreien so? Das hat Christian mal gemacht? Nein, das hast du mal gemacht. Wieso, ja, was habt ihr da gemacht? Du hast das in unserem Media Creeper Video, hast du mal gemacht. Ja, ihr könnt ja auch mal schreiben, wen ihr von uns cooler findet. Halt bitte dein Maul. Ja, und die Videos werden niemals gelöscht werden können. Ja, ich weiß, weil wir die Zugangsdaten nicht mehr haben. Die werde ich mir noch einmal, außer Internet wird gelöscht. Ja, Internet wird definitiv gelöscht. Hi, was geht? Wer ist denn noch da? Warum sagst du jetzt hi? Ja, mein Cousin hat nochmal hi geschrieben. Das ist ja nett. Und jetzt schreibt sie es mal trotzdem an. Ich hab so oft Kreis der gedrückt. Ball ist über der Linie, Einwurf. Ach so, ja, Jasmin, ne? YouTube läuft, ja. Ne? Ja, dann mach bitte jetzt auch einen Fanclub für mich auf. Mach so eine Instagram-Seite und mach mich voll Fame, oh, bitte, ja, danke schön. Ja. So eine Fanclub-Seite. Chris, nochmal reden oder noch alles schon mit Creative Heads. Ja. Oh, nice. Och, Leon. Ist einfach mal hinter mich getippt. Das war eigentlich voll der geile Paar, also Flanke. Guck mal, heute, genau so hat Schalke auch gespielt, Alter. Nur noch mehr Fehlpässe. Leon. Mit sie da. Los, Leon. Oh, Leon. Ich hätte gerne Videobeweis, Alter. Schalke, hast du Schalke gesehen, Chris? Nee, ne? Nein, ich war beschäftigt. Schalke kriegt 14. Minute kriegt Schalke einen Elfmeter, ne? Wegen Videobeweis, Hand. Zack, hier, wie heißt, Caligiuri schießt daneben. Ja, mach das, 15. Minute, hat er WC 1-0. Ich kack ab, Alter. Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Sie haben das Spiel im Griff und müssen einfach nicht mehr machen. Also kann man es ihnen nicht verübeln. Ach, stimmt, der Bot zieht ihn einfach vor dir weg. Es steht 2-1. Ja. 2-1, ja, ist okay. Ja, ist doch fast dasselbe. Nein. Wir sind am Verlieren, ist fast dasselbe. Gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Ja gut, ja, erst macht gleich ab in die Kabine, bisschen anschreien. Was eigentlich schon so ein Kabinenlieb? Gibt's mir Doggy? Das neueste, das Sextape. Ja. Boah, müssen wir auf dem neuesten Stand bleiben. Ja. Sextape, Alter. Ja, dann mach das mal an. Dieses Lied ist so scheiße. Ey, wenn ich frag mich auch, weißt du, nein, lass das aus. Ja, kennt ihr das Video? Muss man sich da nicht dumm vorkommen, wenn da so viele Autos vorbeifahren? Ja. So für die Standard. Junge, ich denk mir so, du Hure. Das Alter. Ende ist eher das Geiz, wo die den Pizzaboten aufs Bett wirft. Nein, lass das aus, ich krieg Copyright. Nein, lass das aus. Ja. Lars. Chris kriegt ein Dings, ein Strike, Alter. Ich hatte schon einen Strike wegen Lars. Ach, stimmt. Hä, ich hatte auch mal einen, ja. Bei dem Livestream, den ich mal gemacht habe, da hattest du auch irgendeine Musik an. Oh, Chris, pass rüber! Du bist stimmt, dieses Rhythm of the Night irgendwie, ja, so. Ja, genau. Und einen Tag später habe ich dann eine E-Mail von YouTube bekommen, dass meine erste Verwarnung jetzt wäre. Bitte unterlassen Sie die Scheiße. Ach, du streamst über YouTube, ne? Stimmt. Ja. Gute Aktion jetzt. So online bist, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ich muss dich noch mit meinem PS4-Account abonnieren. Ich habe dich nur mit meinem Handy abonniert. No. Ja, ich glaube, ab demnächst streame ich dann über Twitch. Da kann Lars auch dann seine Musik laufen lassen. Twitch hab ich auch. Boah, Alter, Jungs, was da los? Ja, wir haben ja Konkurrenz vom... Wir haben aber ja Konkurrenz vom Connor, ey. Warum? Streamt der auch? Ja, der streamt auch. Rot mit Blau für Hurensohn. Was? Rot mit Blau? Connor denn?
Der streamt schon seit Monaten. Chris, lauf rein. Du siehst den Kreis, ne? Ja. Was macht denn der? Also was streamt der? Oh mein Gott! Ah, was? Der war drin, Junge! Sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Boah, nur wegen Leon Karls Freistoßkünstler. Der streamt das, seitdem der das bei uns gesehen hat. Tut er da und mit Etienne zusammen streamen. Den Treffer schon gerne noch einmal. Mhm. Da das super reagiert, ganz wahrscheinlich Fortnite, ne? Nee, Rainbow. Ich zocke fast nur noch Rainbow. Und das drückt jetzt auf der aktuelle Spiel. Boah, Jungs, Alter, wir sind krass. Das war nur wegen meinem Freistoß, das war so göttlich. Das war nur wegen meiner geilen Direktabnahme aufs Tor, ja. Das ist eine Torchance. Klar. Pass auf, jetzt kommt direkt. Da verhindert der Torhüter wir spielen außerdem gegen Österreich. Trotz kaputten Controller, Junge. Hast du mittlerweile aus zwei kaputten einen ganzen gemacht? Nein, habe ich nicht. Ich dachte, du hast MacGyver gespielt. Lauf, Junge, Leon Kahn ist schneller! Jetzt wird's gefährlich. Komm, Leon Kahn, flank! Was war das denn? Ja, gut, ich gebe zu, die Flanke war jetzt nicht meine beste, ja. Pass lieber mal. Du, Elfmeter! Ganz klar. Videobeweis. Videobeweis. Gibt's noch so den Knopf bei FIFA 19, so Videobeweis-Taste. Das ist so geil, Alter. Wenn man zweimal im Spiel Videobeweis benutzen dürfte, wäre so geil. Die bringen ja jetzt schon so verschiedene Party-Modis auch raus. Ja, da hätten die auch einen Modi rausbringen können, da wo es dann einen Spieler als Schiri gibt. Ja, aber das ist, glaube ich, darüber denken die sich nach. Die denken sich, ja, wird eh gekauft. Oh, fuck. Okay. Ja, natürlich wird's gekauft. Ich habe schon mal gesagt, ich würde mir allein immer das neue FIFA wegen den neuen Trikots kaufen und den Transfers. Nice, Christian. Podolski. Da kommt der Pass. Das Liebe zum Spiel. Junge! Das war beim Spiel. Ja, ich habe das ja auch schon vorbestellt. Ich habe jetzt, in den letzten zwei Wochen, habe ich bei GameStop 5 Spiele vorbestellt. Alter, was alles? Das ist ja alles vorbestellt, bitte. Podolski. Ich habe erstmal drei Spiele durch die 999er vorbestellt. Spider-Man. Ja, Spider-Man, FIFA 19 und Battlefield 5 habe ich also durch diese 999er vorbestellt. Und dann habe ich noch Red Dead Redemption und WWE 19 so vorbestellt noch. Ich finde krass, dass Chris WWE vorbestellt, Alter. Dann, auf die Idee würde ich nie kommen. Fick mal auf Wrestling, Alter. Ich spiel WWE seit 2012. Also seit WWE 2012. Ja, so ist das bei mir bei NBA. Ich spiele NBA seit 2016. Ja, ich habe gesehen, du hast letztens diese kostenlose Version da gespielt. Ja, der Auftakt. Das ist keine kostenlose Version. Da kannst du deine Karriere schon mal starten. Krass. Aber die Scheiße ist, das spielt in Asien und ich mag kein Asien, deswegen muss ich mich ganz schnell aus Asien raus. Warum spielt das in Asien, Alter? Ja, nein, also ich bin schon in Los Angeles, aber das fängt in Asien an. Die ersten Spiele, die ersten drei, sind mit asiatischem Kommentator, das fuckt so ab, Alter. Was sind denn das? Ich guck die letzte Zeit... Ja, weil das einfach in Asien ist Basketball auch richtig groß, reden die dann auch so japanisch oder so, die Kommentatoren? Ja, ja! Das hat mich voll abgefuckt, du verstehst da nichts. Leon, scheiß dich nicht ein, ich guck die letzte Zeit ein Anime auf Japanisch mit deutschem Untertitel. Und glaub mir, diese japanischen Stimmen sind ziemlich abfuckend, ja? Früh wird er jetzt gestört. Ich finde Japanisch so abfuckend. Generell, wie kann man das verstehen? So weißt du, Junge... Ey Leon, wie ist das? Wollen wir Fallout 76 spielen? Haben wir auch schon überlegt. Ich meine, wenn das ja jetzt wirklich so Fallout, also halt so normales Fallout, einfach nur, dass man da zusammen rumlaufen kann, das wäre ja schon nice. So Open World, ja, das einfach nur. Vor allen Dingen bauen. Ich finde bauen immer geil. Ich finde Bauspiele geil. Kannst du sagen, was du willst? Ja, du kannst dann unsere Base bauen, da habe ich nichts dagegen. Grüß, Junge, Zuckerpass. Wenn ich jetzt schnell genug bin. Ich hab grad erst gedacht, du schießt daneben. Was für ein wichtiges Boah, Leon! Boah. Ja, Junge! Ich umarm die Kamera. Das war aber auch ein Pass, ey. Komm, Leon, klatsch ab! Ach, das ist die Minute, ey. Ja, Jungs. Vor allem, Leon, wir können ja die Beta schon mal zocken, nämlich die Fortschritte werden da ja im Hauptspiel übernommen. Ich hab keine Beta. Ja, wenn die ist ja auch noch nicht gestartet, aber wenn die Open Beta startet, oder die Close Beta... Es gibt keine Open Beta. Ja, dann halt für die Close Beta, aber ich besorge uns da dann halt Keys.
Ja, du kriegst einen Key, wenn du vorbestellst. Ich weiß nicht, ob du zwei kriegst oder nur einen. Nein, ich kauf dir einfach wieder auf Kinguin für 2 Euro den Key. Kinguin ist voll geil, Alter. Ist die Frage, ob bei Fallout auch. Und ob man in der Beta zusammenspielen kann, das ist die Frage. Ja, natürlich, das ist ja dafür. Ich find's halt nur nice, dass du dann schon mal deine Fortschritte aus der Beta im Hauptspiel übernehmen kannst. Das war eine Sache. Das ist ja bei NBA der Auftakt, weißt du, wie ich meine? Das war eine Sache, die ich bei Destiny, sag ich halt. Die ich bei The Division gehasst hab. Dass wir unsere Charaktere nicht mehr verhalten hatten. Weißt du, wir suchten da so eine ganze Woche die scheiß Beta und dann wurden unsere Dinger nicht übernommen. Stimmt. Wir müssen aus dem The Division mal weiterzocken. Ja, wenn ich das nochmal installiere. Ich hab nicht genug Speicher für all die Spiele, Alter, Junge. Fängt der an mit Speicher. Boah, Jungs, Alter, konzentriert euch bitte mal. Hier, nimm in die Hand. Junge, tschüss. Ja, ich brauche vielleicht eine externe. Olli hat der Freund von meiner Mama hat sogar eine externe und der hat gar nicht so viele Spiele. Oh, Jungs, da habe ich gar nicht aus Versehen den Torwart aufgenommen. Komisch. Zwei Minuten sind ein bisschen schlecht. Toller Pass. Auf den Bot wollte ich gar nicht, aber egal. Ecke. Also jetzt nach der Ecke. Was Ende. Oh, da gibt's noch gelb, Junge. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil. Hier, Chris, ich schenke dir noch einen Kopfballtor. Ja, macht er gut. Genau nicht. So musst du Leute, den wollte ich irgendwie mit dem Oberschenkel nehmen. Oberschenkelmuskel. Leute. Ey, die kriegen noch einen Konter. Willst du mich verarschen? Wieso kriegen die noch einen Konter? Nee, nein. Grätsch sie weg. Abseits. Grätsch sie weg. Boah, ich hab unser Konter umgegrätscht. Dadurch, dass du unser Typ umgegrätscht hast, voll gut. Das, nein, Junge, komm, jetzt weg mal ab. Nein! Ja! Die kriegen noch eine Ecke? Wie lange gehen diese 2 Minuten fucking Nachspielzeit? Boah, nein! Der Ball weg! Ja! Ja. Der Bot, Junge! Der Bot hat unsere Eier gerettet, Alter! Ja, eben der Bot auch, den ich da umgegrätscht hab. Das stimmt. Boah, guck mal, die ersten 3 Punkte, noch 7 Spiele, boah, Junge. Auf Tisch, 10 Punkte, direkt Nexus. Machbar, Junge, ja. Oh mein Gott, ich bin jetzt 91 als Gesamtbewertung. Oh mein Gott. Nach 100 Jahren. Ey, da fällt mir ein, wenn wir dann jetzt bei FIFA 19 wieder anfangen, dann sind wir wieder auf irgendwas mit 70, fangen wir wieder an. Wahrscheinlich bei 50 diesmal, wa? Ey, Chris, ich hab kein Geld für die ganze Scheiße, Alter. Geh dir nur FIFA holen. Spider-Man, FIFA. Ja, Spider-Man kann ich dir ja ausleihen, wenn ich's durch hab. Boah, da hast du eigentlich recht. Aber wie lange dauert das? Ich denke nicht, ich suchte das dann. Das kommt früher als FIFA, ne? Spider-Man kommt jetzt am Freitag raus. Ja, okay, dann zock das durch und dann leih mir das aus. Glaube ich jedenfalls. Warte. Ich muss gucken, ob's das oder Freitag, Tomb Raider raus. Ja, 7.9. ist richtig. Kommt Freitag. Aber wann kam denn Tomb Raider raus? Das kann doch jetzt auch irgendwie. Keine Ahnung, raus. Alter. Ich fütter mal kurz meine Fische, während wir ein Spiel suchen. Ach, am 14. kam das raus. Na, okay, wir haben kein Spiel gefunden. So. Oh fuck, das war ein bisschen viel. Warte, Gegner steht bei mir. Boah, scheiße, Jungs, davon esst ihr ja 5 Jahre. Ja, ich höre das. Ja, Jungs, jetzt kriegt ihr erstmal wieder kein zu essen. Fuck, Alter, viel zu viel reingeschüttet, Alter. Das kann ich gar nicht gestorben werden. Bitte? Ist keiner mehr gestorben. Also meine 2 Krebse leben noch. Ja, der Wels, keine Ahnung, wo der wieder hängt, Alter. Wo ist der Wels? Der hat sich weggewälzt. Wo ist der? Oder ich sehe den nicht. Ja, Leon hat den Witz nicht mitbekommen, schade. Oh scheiße, viel zu viel Futter reingetan. Weiß jetzt werden die dick und fett und sinken und können nicht mehr schwimmen deswegen. Sinken. Ey, ich hab Blackscreen, Jungs, da passiert gar nichts. Achso, ich bin in-game. Okay. Ja, ich hab das Training verpasst. Das haben wir das Stadion. Am geilsten war eh das mit den Noten. Das eingestellt. Ja, Jungs, Schalke ist, Veltins Arena kommt, Jungs. Veltins Arena kommt. Ich will auf jeden Fall noch einmal in der Saison Veltins Arena. Können wir die, haben? In der dritten.
Ja, dann haut mal rein, wa? Fairer Einsatz hier. Podolski. Heißt, und dann haben wir gerade die Felddienst Arena und dann, wie schon gesagt, FIFA 19. Klose. Wir haben Torwart. Super durchgesetzt. Hereingabe kam gut, aber auch durch die Beine geflankt. Die sind nur zu zweit. Ja, die haben einen Torwart aber und einen Feldspieler. Der mit seinem grauen Iro, der gefällt mir nicht. Der scheint ganz gut zu sein. Das könnte ich echt ganz gut sein. Jetzt. Da kann er ihn stoppen. Ja. Er schießt. Ja, ach, wir haben die Arena, wir haben das Stadion von West Ham. Echt? Ja, siehst du da an der Tribüne diese das Emblem da, das Vereinswappen, das ist von West Ham. Chris, nochmal. Na, das war natürlich ein toller Pass in Lauf, da bin ich auf jeden Fall nicht hingelaufen. Er spielt den Pass zurück. Jetzt wird's gefährlich. Der spielt echt gut, Alter, dafür, dass er alleine spielt. Der spielt auch einfach nur mit den Bots zusammen. Oben, Lars, oben. Zu spät. Er hat nach oben gespielt, nur halt nicht zu dir nach oben. Podolski. Mann, Alter, immer ist da einer. Flach gespielt. Flanke jetzt. Da können sie erstmal klären. Boah, schön geklärt, Alter. Klose. Ja, und wo sollte der Ecke hingehen? Keiner von uns stand in der Mitte. Ecke. Nice. Ecke, Boys. Loco mit der Nummer 69. Alter, was hat der für eine Nase? Alter, tschüss. Der hat aber auch eine Glatze, so wie jeder andere Torwart gefühlt. Jetzt die Ecke. Nee, der letzte, der war schwarz und hat kein Ego. Na, nö. Lauft. Was eigentlich, wenn der rot kriegt? Wenn der eine hier rot kriegt, ist dann das Spiel vorbei oder spielt er nur... Oh, Leon, rot. Sorg du erstmal dafür, Alter, dass du mich rot bekommst. Oh, gelb, boah. Er muss jetzt ich dachte eigentlich, das Rot, wa? Ja, guck dir das an. Platz fliegt, dann wäre das ein ja, okay, danke. Für die Offensive, denn er ist für die Tore. Warum schießt der Torwart? Ey, fang den mal ab, Lars, fang den ab. Ja, er schießt nach sogar. Vorne. Ich stehe bereit. Leon, versuch den Ball zu bekommen. Den Ball Leon! Ja, wie denn? Schade. Der ist auch immer nicht im Tor. Jetzt ist er im Tor. Ach, fuck. War nicht weit das genug. Das war blöd. Danke, Christian, hab ich selber gemerkt. Groß. Ja, das schön. War blöd. Haut das so richtig stur raus, das war blöd. Vielen Dank. Heute hat's in Düren gebrannt. War richtig witzig, ich hab das einem Kollegen erzählt, ich hab nur ne? Irgendwelche Bilder gesehen. So, ja, da stand so, Leon. Es brennen drei Autos, ne? Pass auf, es brennen drei Autos, ne? Und dann kam ein Update von der Feuerwehr, es brennen jetzt vier Autos und ein LKW. Und ich dachte mir, ein Kollege so zu mir, und dafür zahlen wir Steuern, weißt du, so erst drei Autos, dann kommt die Feuerwehr und dann vier Autos und ein LKW. Die armen Autos, ey. Ja, aber Schrottplatz, Bruder. Und direkt zurück. Schrottplatz. Hat die da einer angefackelt oder was? Keine Ahnung, ob die einfach zu scheiße waren, irgendwie, ob das ein Unfall war. Da holt er den Ball zurück. Leon, jetzt aber. Los! Dann ja, Junge, Alter, ich kann nicht schneller passen als Dreieck. Anstatt dass er nochmal zu mir spielt. Nee, Christian schießt lieber, weil ist ein Hesselbacher, das machen die so. Ach so. Ja, schade, okay, knapp, so schlecht war er nicht mehr. Ach ja, dankeschön. Ja, oh, Chris kriegt einen halben Orgasmus, als ich das gesagt habe. Außerdem, Leon, denk dran. Ja, dankeschön. Außerdem, Leon, denk dran, ich bin ein Held. Ja, fick dich, du blöder Pisser. Leon! Ja, Mann, ich seh dich, ich hab Augen im Kopf, Alter. Jetzt mach den wenigstens rein, danke. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit. Das jetzt quitten die. Sie! Ja, mit dem Kopf, Pass, Alter. Aber es reicht nicht mehr. Ja, und ich hab gesehen, boah, du hast letztens... Ich hab gesehen, du warst letztens Fußballspiel. So, da hätten wir also das 1:0. Wo? Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, ich weiß nicht, ich hab nur gesehen, wie du auf irgendwie, so, ich glaube, Snapchat, ja, ein Bild von deinen schönen behaarten Beinen im Fußballspiel gepostet hast. Ich hab mir mit meinen schönen behaarten Beinen, fick dich. Ich hab mir einen Ball im Galeria Kaufhof für 17,99 Euro geholt, als ich in der Spielo Geld gewonnen hab.
Dann habe ich Fußballschuhe ausgepackt und dann war ich, weil meine Kollegen immer im Park chillen, weißt du, und die buffen, also kiffen halt. Und da habe ich gesagt, ich habe keinen Bock zu kiffen, weil ich kiffe nicht wegen Auto und so. Dann, also die fahren trotzdem, aber die können auch gut Auto fahren, die sagen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, wenn ihr dann da kifft, gehe ich ein bisschen Fußball spielen. Und dann habe ich Fußball gespielt. Jetzt mal wird Bescheid gesagt, Mann, ich will jetzt auch nochmal Fußball spielen. Ja, einen Ball habe ich. Ja, ich habe auch einen Ball. Und zwar in der nicht 17 Euro gekostet hat. Ja, fick dich. Nix gegen deinen 17 Euro Ball. Pass rüber. Danke, Mr. Ego-Fucker, Alter. Nee, mit dir mach ich keinen, ich mach Liegestütze. Was machen wir? Christian feuert mich an bei den Liegestützen, Junge. Los, mach Leon, mach. Alter, eigentlich, ganz ehrlich, cool wäre es, wenn sich das auswirkt, wenn ich am Ende der Saison einfach so richtig breit bin. Ja, wahrscheinlich. Dafür machst du zu wenig Tore. Ja, du Bastard. Der war asozial. Der war echt asozial, Alter. Ja, aber wir müssen echt noch Fußball spielen, wenn Kai wieder Sport treiben darf. Oh, wir stehen weiter. Nice. Guck, da wollte ich mich wieder selbst beneisen. Aber danach könnte ja Kais Hoden aufreißen, ey. Boah, rot, Alter, rot, komm, rot. Oh, Mano, Alter, Geld war da schon. Rot wäre geil gewesen, Alter, rot wäre so geil gewesen. Scheiße. Na, Chris, Junge, direkt Dreieck, Mann. Ich hatte Sprite in der Hand, Mann. Man muss ja auch mal trinken dürfen. Hast du Schule morgen, Chris? Ja. Ja, ne? Aber ich bin auch letzte Woche jedes Mal jetzt um eins ins Bett gegangen. Schöner Pass. Wird das eine Torschance? Nice, Jungs. Podolski. Er muss sich zurück. Geht, aber ich habe jetzt montags immer nur noch bis viertel nach eins und nicht mehr bis halb fünf. Ja, nice, ich habe dienstags nur noch Schule. Meine Ex geht jetzt auf meine Schule. Das ist doch cool. Selina geht jetzt auf deine Schule. Ja, fuck. Ich finde das nice mit dem Bild da von Lars, ey. Ich habe echt kurz überlegt, nee, das ist doch nicht die Selina. Doch, das ist, das nee, ist die. Doch, ja, nee. Und Alexa, ganz ehrlich, ist die bei dir in der Klasse, Lars? Naja. Ja, fick auf das, Mädchen, die Stroke, Alter. Die ist kaputt im Kopf, Alter. Vielleicht will Lars ja einfach nur 20. Ich freue mich schon auf Sport. Ja, geil ist die. Kannst du sagen, was du willst. Die ist eine Freundin von Selina. Geil ist die. Ich hätte die auch. Nicht mal geil, aber. Doch, ich würde dir geben, Alter. Junge, das ist voll. Hast du nicht gerade von einer Sekunde noch gesagt, er soll die Finger von ihr lassen? Ja, soll er, aber ich würde sie halt wegflanken, kann man sie. Also, wenn er Bock hat. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Danke. Sie müssen aufpassen. Pass! Pass! Zu spät, ey. Ja, da kannst du wieder deine Asthma-Lachen bekommen, ey. Verletzlicher Anfall. Nee, das ist Leons Asthma-Lachen. Jungs, Boys, was tut ihr da? Kein Ding. Sauber. Na, halt deine Fresse. Stell Christian jetzt in die Abwehr. Mach das. Hab ich jetzt eigentlich eine 91? Nee. Doch. Wie? Ja, nice. Boah, eine neue Folge Ninjago ist draußen, nice. Nice, Christian, nice. Bist du immer noch am Streamen? Ja. Ey, Chris, ach, warum bist du nicht mehr in der Abwehr? Ich hab schon die Abwehr gesetzt. Willst du mich verarschen? Ja, bei mir bist du in der Abwehr. Scheiße, ne? Erstmal wieder zurücksetzen. Bei mir bist du halt wirklich in der Abwehr, ne? Jetzt ist das kein Spaß. Also vor allem über all das, was wir gerade geredet haben, das wird jetzt immer im Livestream gespeichert bleiben und auf meinem Kanal. Hey, kannst du den doch löschen, den Livestream? Oh fuck, Alter, stimmt. Ja, Scheiße, auch über das, was du gesagt hast, über Alexa. Ja, scheiße, Bruder, das ist jetzt kritisch. Ich kann das gegen dich verwenden. Kritisch. Wenn das jetzt falsche Leute sehen, bin ich gefickt, Alter. Ich vergesse das immer, Alter. Sehen. Glaubst du, Christian hat jetzt schon mit seinem YouTube-Channel Reichweite durch ganz viel Düren? Ja, ich bin fame mit Düren damit, ja. Wenn Connor das sieht, Connor kennt die bestimmt. Ja, ne, darüber habt ihr euch keine Gedanken gemacht, ihr Fassen. Der Ball kommt rein. Connor wird das nicht sehen. Gut, aber der Ball ist erstmal weg. Lösch den Livestream einfach. Nein. Das sind wichtige Momente in unserem Leben, ja, die dürfen nicht vergessen werden. Halt deine Fresse. Schöne. Nein, ich meinte das nicht so, Alex, aber lieb gemeint. Das heißt nur, dass du schön bist. Das ist mir egal, oh, ich hab eh schon genug Stress. Leon, Leon!
Ja, Junge, auf Deutsch machen, hier ist alles full. Pass lieber nochmal. Wollte ich, aber dann hat der Pisser seinen Wichsfuß dazwischen gesetzt. Seinen Wichsfuß? Ja. Wichst er mit seinen Füßen? Ja. Oh, Jungs, Alter, zu blöd, einen Ball abzunehmen hier, Mr. Langlocke. Podolski. Toll, Leon. Alter, Mann, was kann ich dafür, wenn er so behindert passt? Hast angefordert. Toll, Leon. Vergiss nicht, du bist mein Held. Bastard. Chris, ich lauf oben, ja? Tust du nicht, du läufst unten. Ach so, ja, stimmt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Rot. Dreck. Ganz einfach an den Ball gekommen. Das könnte gefährlich werden. Ja, dann. Das war eigentlich voll gut. Beschwer dich nicht. Oh, Leon. Ja, was soll ich? Ich bin der Embolo, Bruder. Ich bin der Embolo. Ist der auch da unten im Abseits? Ja, der war heute auch schon wieder dreimal im Abseits. Ja, ist ja Schalke. Podolski. Ja, nice, Christian. Hat sich festgefahren, Junge. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ach, steht da schon 2-0, hab ich ganz vergessen. Ja, ich hab 2 Tore gemacht, ja, dein Held war wieder am Werk. Ah, ist das kein Elfmeterwart, ey. Klose. Jetzt! Oh mein Gott, Leon! Nein, zu weit! Nein! Ey, komm, der war schön gedacht, Alter. Ja. In der Theorie war's gut, nur in der Praxis war's scheiße. Ja, du musst halt einfach sprinten leveln, Bruder. Dann wär's jetzt da gewesen. Ich kann sprinten nicht mehr hochleveln. Lars? Ich bin schon der Obermeier. Du bist der Obermeier-Spang, Alter. Ja, denk dran, du bekommst ja nochmal plus 5. Ich muss mich schwarz machen, dann bin ich automatisch dreifach schneller. Warum kriegst du nochmal plus 5, Chris? Keine Wenn man Ahnung. Schwarz ist. Ja. Ach so, ja, nice. Hätte mir das mal einer früher gesagt. Du kannst dich noch umändern hier in FIFA. Ja, ich bin Michael Jackson, hallo. Genauso wie du dir auf einmal einen Bart wachsen lassen kannst, so wie bei GTA. Das ist vor allen Dingen, wenn sie dann mit der Schere daran geht und du hast plötzlich Bart. Oder von der Glatze auf einmal ein Afro. Oder von der Glatze auf einmal ein Afro oder so. Ja, jetzt Leon, die hat halt gutes Haarwuchsmittel. Ja, ich sehe dich, Mann. Jetzt schießt er. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Leon, denk dran, du hast schon Geld, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, gut, dass ich nicht getroffen habe, Alter. Versuchen Sie es mit dem Doppelpass. Das wäre verheerend geworden. Jetzt wird's gefährlich. Das wäre dann, ich glaube, das wäre sogar glattrot gewesen, nicht das mal gelbrot. Nein. Pass, weg ist der Ball. Warum denn auf den, Junge? Warum nicht auf mich, Christian? Der hat einen Namen, ja? Warum nicht auf den? Jetzt könnte es gefährlich werden. Schöner Pass. Leon. Alter, was macht der Keeper von denen? Ist er blöd? Tschüss! Oh. Da stand ein Feldspieler im Tor. Da passt er auf. Nice. aus. Partie ist unterbrochen. Schade. Der hätte jetzt gerade eigentlich drin sein müssen. Klose. Er spielt den Pass zurück. Leon! Nice, Klose. Ja, was? Lässt er sich nach Ballen. Wie? Gerade eben hatte ich eine 9-0er Bewertung. Wieso habe ich jetzt eine 8-7er? Ja, ich habe dich auf Abwehr gestellt, Bruder. Und du spielst halt vorne und das ist schlecht für Abwehr. Dein Held kann Klose. Überall spielen. Ja. Bei FIFA 17 habe ich noch in der Abwehr nämlich gespielt. Da war Zwitzers Ex noch Stürmer bei uns. Und er gewinnt den Zweikampf. Ja, und dann habt ihr den Top-Transfer gemacht. Von Schalke nach hier, Leon Kahlen. Linker Stürmer. Yeah. Top rechten Fuß. Yeah. Für 1 Cent eingekauft. Ja. Ja, kurze Verletzungspause. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Weißt du, wie man schon Leon X-Spam hört? Nein, Dreieck. Dreieck.
Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Ja, das wird wohl der nächste Sieg, ne? Leon! Oh, Zucker, Junge! Schießt er ihn rein! Anstatt dass er den Bord so mitgibt. Ja! 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 Junge! Ja! Unlucky! Ja, ja. Junge, richtig! Zu wem lauf ich? Zu wem lauf ich? Nice! Du hast die Beine auch noch, ey. Oh, schön, den guck ich mir gerne nochmal an. Kann ich den bitte nochmal komplett sehen, Junge? Ach, das wie, das zählt, wie das zählt als Eigentor? Nicht mal Dreierpack. Wie? Nee, nee, kein Bock mehr. Schücher. Stark. Scheiße. Zählt das nicht als Dreierpack, ey? Ich könnte kotzen. Na, ich fand das gut. Hat Spaß gemacht. Ja, voll geil, Alter, das letzte Tor. Ich denk mir so, alles auf Kreis, Junge, rein, ab ins Tor damit und schieß gegen den Pfosten Christian genau in die Füße. Der ist halt echt unlucky abgeprallt für die. Wenn ich das gewollt hätte, wäre das übrigens niemals so passiert. Ach was. Chris, ich schieß jetzt gegen den Pfosten und der prallt vor deine Füße Tor, weil das Tor leer ist. Ansage. Ja. Niemals. Guck mal, hier Aussicht. 15 Punkte, Jungs. Aufstieg. Jetzt als nächstes ist doch Nations League erstmal, ne? Ja. Yep. Ach so, kommt jetzt Bundesliga nächste Woche nicht? Diese Woche ist erstmal Nations League. Fuckt ja übertrieben ab, Alter. Die spielen Donnerstag gegen Frankreich. Ach so, ja, deswegen ist halt, wie heißt es, Bundesliga dieses Wochenende Aussatz, ne? Mhm. Ist dann Montag und so die Spiele? Nee. 3 Punkte nee. Gab es zuletzt. Kann so weitergehen. Einfach eine Woche frei, ne? Ja. Halt dann nächste ja, Woche. Wieder Heimspiele. Ja. Dann halt weiter. Und danach die Woche, also in, danach ist dann ja Schalke Bayern. Er entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwandlung. Hey, Moment, ist das dann nicht Oktober? Ah, nee, ist noch September, vergiss es. Das ist Ende September. Ungefähr dann, wann auch FIFA 19 rauskommt. Ja, weil hier Anfang Oktober ist schon zweite Runde, wie heißt das? Ist nicht DFB-Pokal, ne? Ist dann schon zweite Runde. Da geht die Abseits, fuck. Wen hat Schalke nochmal? Köln, ne? Ja. Aber nachdem mach, Schalke also momentan ehrlich, spielt und wie Köln spielt, ja, hab ich das mir gerade, habe ich mir, ich wollte gerade sagen, sollte machbar sein, aber als ich gerade so, habe ich so überlegt, warte, Hertha BSC, Köln ist gerade Erster, hat alle Spiele gewonnen, bis auf eins unentschieden. Hatten, ja, aber Köln hatten, geht halt gerade schon voll ab. Ja, Junge, die haben doch 2-0 zu einem 5-3 gedreht, ne? Richtig krass, Alter. Wird das so stark. Gut, Schalke würde in der zweiten Liga auch rasieren. Sicher. Ja, okay, nee, eigentlich bin ich mir nicht sicher. Die spielen bald gegen Aachen. Ja, da, Junge, die Schalker-Fans schon so richtig pessimistisch, Alter, und meinten schon Leon. So, ja, macht ja keinen Spaß, wenn man um den Abstieg spielen muss und so. Ich dachte mir schon so, Jungs, Alter, übertreibt man nicht, das waren die ersten zwei Spiele. Gut, die nächsten sind schwierig, Alter. Einmal Gladbach und einmal Bayer Leverkusen. War ich halt ohne Scheiß geil, fand nach dem ersten Spiel wirklich jeder Dortmund-Fan hat gesagt, ja, wir werden Meister. Und jetzt ist mal gestoppt, ja. Ey. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. Warum dachten die werden Meister, Alter? Ja, keine Ahnung, weißt du, da gewinnen die einmal 4-1 und schon denken sie wieder. In Deutschland Meister. Wird keiner Meister außer Bayern München, Bruder. Das ist so, das geschriebene Gesetz. Ja, ich weiß das, aber sag das mal Kai und so. Chris Meister. Es geht immer um den Vizemeister. Das ist immer wichtig. Das ist die neue Meisterschaft in Deutschland, der Vizemeister. Ja, ist so. Oh, wo kam ich denn da her? Deutschen Fan. Guck dir mal einen deutschen Fan an, der sagt, ja, Jungs, guck mal, wir werden dieses Jahr Meister gegen Bayern. Niemals. Ja. Doch, Kai. Ja, Junge. Kai ist aber sehr optimistisch, wenn Dortmund gegen Bayern spielt. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Also, wenn Schalke gegen Bayern spielt, bin ich auch immer optimistisch, weil das könnte das Ausschlaggebende sein, aber... Lol, der hätte ihn einfach reinschießen können gerade. Ja, ich hab gerade auch gesagt, dachte ich mir, Abseits. Ja, das war Abseits. Unser Bot macht da noch so spektakuläre Moves, um alles zu versuchen. Boah, hab ich den geblockt, ey. Der war echt schön, Chris. Ja, danke schön. Der war echt schön.
Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Du bist mein Held, Christian, du bist mein Held. Ja, ich weiß. Boah, Junge, fucken die mich ab, gehen immer zu sechst auf mich drauf, Alter. Lauf, Chris. Ich weiß gar nicht, warum du angehalten hast. Wärst jetzt schon da gewesen, weißt du? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du zu mir passt oder flankst. Junge, ich hab doch gesagt, ich hab Augen im Kopf. Ach, was. Jetzt die Gelegenheit. Tolles Zuspiel. Ich war letztens aus dem doch Mac gucken, ja? Der Typ war echt krass. Du hast ihn auf die Arme genommen. Chris, hast du das gesehen? Ja. Muss Einwurf geben. Lol, das war voll geil, Alter. Er will den Ball. Boah, nice, Chris, nice. Hast gehört, Leon? Ich war letztens den Mac-Film da gucken, den Hai-Film. Der war schon und voll nice. War? Podolski. Also, ohne Jason Statham wäre lame gewesen, aber mit Jason Statham, klasse, alles gut. Da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Geht er rein? Den oh! Hat das wäre schön geworden. Leon, wer von uns beiden ist hier der Held? Ja, das funktioniert nur bei einem. Der Ball kommt rein. Scheiße, die kommt scheiße. Du hast irgendwie verlernt, Ecken zu schießen. Ja, Bruder, ich bin aus dem Flow, weißt du? Wir haben schon lange nicht mehr FIFA gespielt, wenn du jetzt so überlegst. Wir haben zuletzt FIFA gespielt, Chris, da haben wir Koop-Season angefangen. Podolski. Ja, schon was her. Herr Podolski. Da versuchen Sie es mit dem Brasilien oder so haben wir angefangen, ne? Klasse Aktion. Die brasilianische Nationalmannschaft wird es aber nicht mehr in FIFA 19 geben, anscheinend. Echt jetzt? Frag mich nicht wieso, keine Ahnung. In dem Beitrag hieß es halt nur, dass es die nicht geben wird. Wieso, weiß ich nicht. Aber das finde ich voll scheiße. Das war meine Saison, mit der ich online gespielt habe. Das war mein Team, mit der ich online gespielt habe. Mein Team, mit dem ich online gespielt habe. Meine Fresse. Ja, Leon, also flanken. Ey, nein, die sollte auf den. So, Chris, jetzt nochmal. Da kommt die Ecke. Szene geht weiter. Warum macht der Bot irgendwie nicht so ein Seitfalls hier? Boah, Alter, die Torwette sind aber heute dumm mit dem Ball rausfischen, ey. Jetzt kommt die Ecke. Oh, das sah so gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Guck mal hier, Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Wird das seine Torchance? Natürlich schade. Deprimierend. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Hätte er durchgekommen. Da haben Sie Platz, jetzt ah, da läuft jetzt gerade ein Konter, den finde ich nicht so gut. Was machen Sie draus? Aber ich bin ein Riese, Alter. Ich bin echt groß für einen Stürmer. Jetzt wird's gefährlich. An den Posten. Und jetzt haben Sie diese Szene. Das ist nicht wahr. Der war so schön, Christian. Der war so schön. Boah, ich hätte dir das gerade so gegönnt. Mir wäre gerade fast so ein Herz aufgegangen, Alter. So richtig schön. Der war so voll wunderschön, so voll leicht. Ich hatte schon so einen Halbsteifen und dann das. Schlapp. Hinset wieder runter. Ja. Muss morgen früh zum Arzt, Alter. Wegen deiner Krätze. Nein, du Bastardbot! Super Pass! Der Keeper ist raus. Oh. Ja, ist jetzt einfach nur einen Heber irgendwie machen müssen. Es, ja, einen Heber aus dem Dreh. Ja, versuch das mal, Alter. Möglich. Ja, geht der 5 Kilometer neben das Tor. Vor allen Dingen so wie ich die Tor. Yo! Komm! Ja, gelb, Alter, safe, oder? Ja, glaube ich. Oder? Ja. Nein, gelb, ich sag gelb. Gelb. Nee, er zeigt ihm die gelbe Karte. Paul war's. Leon, das war zu schnell, ich kam noch nicht frei. Klose. Er versucht's einfach mal aus der Distanz. Der Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Ah, die ist zu weit innen, glaube ich, oder? Oh, nee. Was ist da passiert? Ich hab's nicht gesehen. Ich will's nochmal sehen. Nice Spot. Geil. Wie konnte das denn passieren? Ah, Leon Kahlen ist übrigens wieder da mit den Ecken. Wollte ich schon mal so sagen. Mann, jetzt hatte ich zweimal so einen Pfosten, ey. Der eine war aber viel schöner, Alter. Ja. Klasse Einsatz, aber ich wette, die haben gleich so eine Lucky-Aktion und dann Tor. Ich sehe schon. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Jetzt pfeif erst mal ab, du Bastard. Ja. Er hat gepfiffen, Leon.
Ja, Leon. Podolski. Oh, naja. Hm, schade, war schön gedacht, aber ihr seid blöd. Boah, Alter, überliegt so Futter, Junge. Ich bin voll am Abkacken. Egal, kriegen die Krebse auch was. Bin ich schon verhungert. Eigentlich brauchen die Krebse immer Fleisch. Ich muss mal Lebenfutter holen. Lebenfutter. Ja, also so Mückenlarven und sowas. Mückenfutter. Mückenlarven, nicht entweder Lebenfutter oder Mückenlarven und nicht Mückenfutter. Ich hab dir doch gesagt, du hättest die Piranhas holen sollen. Hättest du all deine Feinde mit deine Fische mit deinen Feinden füttern können. Ja, und ich habe am besten noch einen Schreibtisch, der so groß ist wie mein Zimmer und eine Katze, die ich streichel währenddessen, ja? Ja. Und so ein Chefsessel und ein Glas Wein in der einen Hand. Warum Wein? Wenn dann Cognac oder sowas? Nein, das muss schon Wein sein. Du musst das halt nicht trinken, du musst das einfach nur in deiner einen Hand haben und so ein bisschen rumschwenken, währenddessen du redest. Das ist gut, weil ich mag nämlich keinen Wein. Du kommst zu mir und bittest um die Hand meiner Tochter. Leon Kahle, der Pate. Klose. Chris, ich lauf mit, ne? Ah, okay. 3 Meter lang ist der Typ, Alter. Podolski. Ey, oh, wie ey, die wollen mich aber vom Platz bringen, ne? War das derselbe? Ja, ja. Die wollen mich vom Platz bringen. Ja, gelb-rot. Ja. Ne, glatt-rot. Boah, sogar rot, normal-rot. Chris, siehst du, ne? Ja, sehe ich. Jo. Der war nicht Chris so kommt gut. Nicht durch. nee, du kamst nicht durch, ich hab das gesehen. Abseits müsste es sein. Nee. Michel? Boah, Leon! Egal, dafür dürftest du aber kein Rot bekommen. Aber gelb. Hast du Puma-Schuhe an? Ja. Du hast aus dem Schnieke Fußballschuhe, muss ich sagen. Ja, ne? Die Fans wollen natürlich den Sieg und beschweren sich hier immer wieder, weil es ihnen viel zu lange dauert. Dann. Es wirkt so, als... Wer hört ja, ja, Johannes, der fuckt mich gerade ab. Aber ich hab gerade keinen Bock mit dem zu telefonieren. Oh mein Gott, was ist das denn? Hör, und bist noch derselbe? Nee, ich will zocken. Den Ball holt er sich vollkommen. Komm, lauf! Lauf, Bitch, lauf! Lauf! Lass mich doch schießen! Oh mein Gott! Ja! Oh, der wäre reingegangen. Ja, aber du hättest diesen Bot vorher wegkicken müssen, so mit dem Kung-Fu-Tritt so ins Tor. Klar, weil ich ja, wenn wir Ballbesitz haben, den treten kann. Ja! Guck drin! Das wäre so traurig gewesen, wäre der jetzt drin gewesen. Ich hätte wieder Haken, Alter. Gut gemacht, er spielt den Ball per Kopf weiter. Nochmal, Chris. Jetzt wird's gefährlich. Sie bekommen den muss gleich erstmal kacken gehen nach dem Spiel, weil ich habe Bauchschmerzen wieder. Aber dann könnt ihr so lange warten. Da kommt die Ecke. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Boah, ich habe gerade richtig Bauchschmerzen, Alter. Früh wird er jetzt gestört. Und vielleicht muss er einfach mal pupsen. Nee, pupsen wird nichts. Scheiße. Gib's doch zu, Leon, du konntest dich nicht beherrschen. Dir rot ab. Leon, gib's doch zu, du konntest dich nicht beherrschen und hast am Fischfutter genascht. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Alter, dass das durchkam. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding aus meinem Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Was war das? Ja, atmen. Da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und er profitiert von seiner Excel-Schusstechnik und setzt den Ball. Wie heißt der Verein? 1-0. Ah, ja, FC. Podolski. Klose. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da setzt er sich gut durch. Podolski! Nein! Das war eine gute Chance! Boah, Jungs, ich muss kacken. Ey. Warte kurz. Verzichtet auf mich, Alter. Chance erstmal vorbei. Ich hätte so gefeiert, hätte sich jetzt voll in die Hose nein, geschissen, Leon. Ne? Ja, Freistoß! Ja, aber Leon schießt den. Aber ich glaube, Leon schießt den. Nein! Ja.
Nein, Leon! 3 Jahre später. Die Mauer geht noch ein Stück nach vorne, das müsste der Schiri eigentlich unterbinden. Ja, da ist schon der Kreis. Ja, okay, Leon ist weg. Ich kann ihn anfordern. Dreht ihn ins Tor, los! Hä, hey, als ob das so schnell weggeht gerade. Nein, also der ist halt noch nicht rausgeflogen. Du wirst jetzt zuerst einfach nur so Standby gesetzt. Wenn der jetzt wiederkommt in der nächsten Minute, dann kann er wieder spielen. Glaube ich nicht. Doch, das ist so. Ja, aber ich glaube nicht, dass Leon in der Zeit schnell wieder hier ist. Achso, ja nee, das glaube ich auch nicht. Der ist egal, nicht so der Schnellscheißer. Komm, grät ihn weg. Da kommt der Schuss. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Und jetzt wird es Einwurf geben. Jo. Nein. Das geht Freistoß, aber zeigt er auch eine Karte? Warum hat man schnell, Alter? Leon keult sich jetzt eh noch einen mit. Ja, beim Scheißen. Ja. Das wäre richtig ekelhaft. Ja. Vielleicht hat er so einen Kacke-Fetisch. Vielleicht jetzt! Ja! Was für eine Rettung! Jetzt geht es mit einem nice. Einwurf weiter. Podolski. Ah, da müssen Sie aufpassen. Ich bin schneller als du. Nee. Nee. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Ah, faul. Ja, aber. Ach, den schießt Leon. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Da wäre Platz für den Konter. Ach du Scheiße. Könnte jetzt was werden. Und jetzt die Chance. Und das muss ein Tor werden. Was? Wow. Oh, da hätte der Bot den doch zuerst schießen lassen sollen, Alter, statt dazwischen zu grätschen. In der Wiederholung sehen wir es nochmal. So ein Lapshot-Schuss, weißt du? Klar, der Torhüter war raus aus dem Tor, dann hat er natürlich... Alles nur, weil Leon nicht seinen Schließmuskel kontrollieren kann. Den Ausgleich geschafft. 1-1. Wird's jetzt gefährlich? Podolski. Entschlossen geklärt. Ach, ich brauche mindestens ein Lucky Tor, ey. Das könnte gefährlich werden. Podolski. Sehr gut aufgepasst. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Ach, komm schon. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Eigentor. Das wäre jetzt so geil. Podolski. Klasse Zuspiel. Klose. Ja! Ja, Junge! Leon hat das Tor gemacht! Was für eine dramatische Schlussphase. Echt? Ja! Ja! Das war ein richtiges Tor. Das hast du bei uns gemacht, du, ne? Und das Spiel war so eng. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Aber genau danach sieht es natürlich jetzt aus. Der Schreiter hat gewonnen. Ja. Wird's hier nochmal gefährlich? Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Da passt er auf. Auch hier, richtig gesehen vom Unparteiischen. Das war ein Foul. Mann, nee, die machen. Okay. Stellt sich locker. Ja, stellt. Nee, die Mauer stellen die sich jetzt wieder oder so. Ende. Hey Leon, wir kassieren noch das 1-1 und dann machst du in der 88. Minute, macht dein Bot das 2-1 für uns und wir gewinnen noch. Klasse Leistung, darauf kann man aufbauen. Das war echt nice, ey. Nice.
3 Siege. Ich gehöre jetzt auch direkt wieder, ja? Ja. So. Ist Leon wieder da? Ne. Da kommt er. Hallo. Tschüss. Habt ihr gewonnen? Hey Leon, ja. Weil so kassieren wir noch das Tor. 1-1. Ne? Ja. Und dann schießt dein Bot in der 88. Minute das 2-1 für uns. Und wir gewinnen noch. Der Galen? Ja. Das erfreut mich natürlich. Ja, der Bot hat besser geschossen als du. Fick dich.
Auf jeden Fall esse ich jetzt eine Dose Mais. Nice. Mhm. Und danach. Jetzt habe ich auch Lust auf Mais. Ja, und da wunderst du dich, dass du Bauchschmerzen hast bei so welchem Kombis, ja. Ich war gerade kacken, dann muss ich essen. Kreislauf des Lebens, Junge. Guckt euch mal das Bild an, was ich jetzt in die Gruppe schicke. Wie nice. Was ist? Ja, guck dir mal das Bild in der Gruppe an. Chris, kommst du rein? Also noch eine Runde FIFA. Ja, von mir aus auch was anderes. Nee, mir egal. Ja, keine Ahnung, wenn Rainbow, dann jetzt Rainbow. Oder halt. Da gibt's wieder die. Ramos. Ja. Ja, oder, keine Ahnung, Dead by Daylight oder so. Mir ist das wurscht. Was kannst du? Ja. Also entweder noch. Dead. Also. Ich dachte, du hättest keinen Bock auf Dead by Daylight. Ja, keine Ahnung, entweder noch. Entweder